Was geht ab, meine Freunde? Hamburg ist das Flo hier und herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 der Bundesliga von Bronze zu Inform-Serie. Meine Freunde, die Folge oder die Serie kam lange nicht. Lag daran, dass ich nicht so viel Zeit hatte, Beer Pro aufgenommen hatte. Die kam ja auch regelmäßig. Aber bin ich wieder am Start, habe Folgen aufgenommen und es geht auch los im ersten Spiel. Holländische, ja, nee, das ist glaube ich. Ich weiß gar nicht, welche Liga das gerade war. Aber mein Thema dieser Serie ist Rückrunde der ersten Bundesliga, meine lieben Freunde. Was da so Überraschungen für mich waren und auch für negative Ereignisse. Fangen wir mal an mit der ersten Überraschung. Und zwar ist für mich jetzt so die letzten Spiele der Rückrunde, also waren nur zwei, klar. Sind für mich auf jeden Fall Nürnberg. Zwei Siege mit hohen Torschussquoten und auch Tore. Zum Beispiel gegen Hoffenheim haben sie ja zu Hause 4-0 gewonnen. Ein sehr starkes Spiel gespielt. Hoffenheim war ja auch eigentlich ganz gut hochgesetzt. Super klasse Hinrunde gespielt, Hoffenheim. Auch die Vorbereitung hatten sie alle Spiele gewonnen. Also man hat es nicht erwartet, dass Nürnberg jetzt 4-0 gewinnt. Dann haben sie das zweite Spiel 3-1 gegen Hertha BSC gewonnen. Hertha BSC auch keine schlechte Mannschaft, aufgestiegen, spielt auch so um die Euroleague im Moment mit. Wie ich finde, das ist für mich so die Überraschung auf jeden Fall Nürnberg. Negativ werdet ihr bestimmt euch jetzt nicht wundern, was ich erzählen werde, sondern werdet bestimmt wissen, was ich erzählen werde. Und zwar ist das nämlich der HSV, meine lieben Freunde, ja. Mein HSV, mein geliebter HSV. Geht so langsam den Bach runter, meine lieben Freunde, ja. Zwei richtig schwache Spiele. Ich war auch in Hoffenheim und war auch tierisch enttäuscht. Von der Leistung, von der Mannschaft. Ich weiß, das ist einfach unglaublich, was die Mannschaft da auf dem Platz leistet. Das ist ja nicht mal eine Leistung. Ich meine, wenn man hört nach dem Spiel, dass Fanavard und Konsorten weniger, also 7 Kilometer weniger gelaufen sind, dann denke ich mir, Leute, was ist los mit euch, ey? Für mich kommt das so vor, denen ist das scheißegal, was mit dem Verein passiert. Lasst den Verein noch absteigen. Ich komme sowieso in eine andere Mannschaft. Das ist einfach unglaublich. Und das ist für mich auch unverständlich. Unverständlich. Ich verstehe auch nicht, man hat Winterpause, man geht schön Trainingslager in Abu Dhabi, sehr schön mit 45 Grad, sehr geil, kommt wieder hier in Hamburg auf einmal minus 10 Grad, meine lieben Freunde. Und dann ist doch klar, dass sich ein Lasogga und ein Lahm auf einmal verletzt. Ist doch völlig klar, also das ist doch total logisch. 40 Grad Unterschied ist natürlich nicht gut für die Muskeln und für die Knochen. So, die waren zwar schon eine Woche hier, aber trotzdem. Ins Spiel ist immer noch was anderes, wie ich finde. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich meine, Beispiel Super Bowl. Der Super Bowl war in New York und da war es ja auch schon etwas kälter zur Super Bowl-Zeit. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaften nach Mallorca geflogen sind, um sich da vorzubereiten. Also, ich finde das ein bisschen schwachsinnig. Also, nicht nur jetzt schieße ich gegen die Spieler, sondern auch gegen den Vorstand und gegen die Trainer. Man hätte da woanders auf jeden Fall Trainingslager machen müssen. Auch wenn der Sponsor natürlich Fly Emirates ist und man muss sich da zeigen und so, bla bla bla. Trotzdem ist das für mich unverständlich, wie ich finde. Ich hoffe nur, dass das Spiel jetzt gegen Hertha ein bisschen besser verläuft, obwohl ich glaube, dass wir da auch nichts reißen würden. Ich hoffe ja auf ein Unentschieden. Ich glaube auch, wenn wir jetzt gegen Hertha unentschieden oder verlieren werden und dann gegen Braunschweig auswärts auch verlieren werden, dann wird Herrn Marwijk wird auf jeden Fall zurücktreten von selber oder wird dann gefeuert. Also ich denke, er tritt zurück, weil HSV, wenn die einen Trainer feuern, dann das bringt denen gar nichts. Ich glaube, das passiert, weil ich meine, wenn wir gegen Braunschweig verlieren, gegen wen sollen wir noch die Punkte holen? Da ist doch nichts mehr dann. Ich meine, Braunschweig ist unten, die haben es kapiert, die geben Gas. Und HSV ist so die einzige Mannschaft unten, die es noch nicht kapiert hat, dass sie auf jeden Fall im Abstiegskampf sind. Und ich hoffe einfach, dass sie das noch schaffen, jetzt zu gewinnen, Siege einzufahren und Punkte zu sammeln, dass wir nicht absteigen. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es einfach. Dann noch eine kleine unnötige Sache zur Bundesliga. Und zwar habe ich jetzt heute oder gestern gelesen, dass bei den Bayern ein bisschen Krise ist, die Spieler beschweren sich, Dante will mehr Geld, bei Kroos ist zu. Wenn ich lese, dass ein Herr Götze, ich glaube, 12 Millionen kassiert und ein Herrn Robben 8 oder so, dann frage ich mich, wo ist das Level? Weil Robben spielt seit 5 Jahren bei Bayern und kassiert immer noch nicht mal so wenig der, mit einem Spieler, der gerade zu Bayern zugekommen ist, egal wie hoch sein Wert ist, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. Dante will mehr Geld, kann ich verstehen. Mit 3 Millionen wäre ich auch nicht zufrieden, so bei Bayern zu spielen als Stamm-Innenverteidiger. Wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Aber wie gesagt, Nürnberg auf jeden Fall meine positive Überraschung der Liga. Mit zwei hohen Siegen.
Hannover auch super, super gespielt gegen Wolfsburg. Die haben auch eine neue Taktik, lassen den Gegner kommen und dann kontern sie aus und haben auch den Rhythmus jetzt, was ich auch wiederum vom HSV nicht verstehe. Man hat nun einen Lazarsorger, einen Suar, der sowieso nicht so gut ist. Und dann verleiht man noch seinen, ja, seinen besten Stürmer der 2013 mit Son. Verleiht man. Und auch noch mit einer Kaufoption von 2 Millionen Euro. Ich meine, hallo, was ist denn los bei euch? Ist doch klar, dass wenn der Rhythmus jetzt einschlagen wird, dass Hannover sagen wird, alles klar, die Option nehmen wir. Und 2 Millionen, zack, boom, weg ist er. Und ja, dann hat zum einen Guten hat sich dann auch noch Beister verletzt. Auch ein Superspieler. Hat sich auch gut entwickelt, ist aber auch gerade im Kommen und dann verletzt er sich so unnötig im Trainingslager ohne Einwirkung, Knieverletzung. Auch richtig, richtig, richtig Pech, wie ich finde. Da hat der HSV noch zwei neue geholt: einmal Jon, rechtes Mittelfeld und ein Zentral im Mittelfeld von Juve. Ich habe zwei Spiele von Jon gesehen und für mich ist der Typ einfach eigensinnig. Will immer mit dem Kopf durch die Wand laufen und das sieht für mich einfach so aus, als wenn er nur alleine will. Und da brauche ich mich auch nicht wundern, wenn da auf einmal der Trainer Lissabon keinen Bock mehr auf ihn hat, wenn er so spielt. Ja, von dem jungen Mann aus Juve habe ich erst ein Spiel gesehen und ja, hat auch nichts Großes geleistet. Das zum HSV, aber da gibt es noch ein paar weitere Spieler zum HSV, die mich richtig enttäuscht haben. Zum Beispiel Badei, Milan Badei, auch ein super Spieler, ein super Techniker, aber. Die Kurzpässe, 5-Meter-Pässe, die kommen einfach nicht an und das ist einfach traurig. Canute hat gegen Hoffenheim auch nicht gut gespielt, aber bei denen darf man auch nicht vergessen, der Junge ist erst 18. Ja, Jonathan Tah mit einer super Leistung wie immer. Gut, dass er jetzt den Vertrag unterschrieben hat, da gab es ja auch ein bisschen Stress. Canute hat auch unterschrieben, verlängert bis 2018, genauso wie Tah. Das ist natürlich das einzige Positive. Jetzt muss aber, jetzt müssen aber die Punkte, egal ob 3 oder 1 Punkt, aber natürlich am besten 3 Punkte. Und ich hoffe dass, auf jeden Fall, dass was gegen hatte, dass das was wird. Ja, ich denke, Bayern wird das auf jeden Fall die Saison machen. Die Frage ist natürlich, Dortmund ist im Moment auch am Verkacken. Leverkusen dreht auch durch. Ich denke mal, Leverkusen wird auf jeden Fall Zweiter und Dortmund Dritter. Aber da bin ich mir nicht so sicher mit Dortmund, weil das ist Hummels auch schon wieder verletzt. Mit Muskelverletzung. Ja. Das dazu, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal so ein bisschen, also das Thema, ihr könnt ja mal ein bisschen was dazu schreiben, wie ihr das findet. Wenn ich was Falsches gesagt habe, dann weist mich drauf hin, aber beleidigt mich bitte nicht gleich wieder. Ja, das dazu. Jetzt kommen wir aber zum Gameplay, zum letzten Spiel der Serie. Wir haben zwei Niederlagen kassiert, eine herbe Respektklatsche, zwei Respektklatschen. Königke kommt jetzt über außen mit einem Roulette, schießt drauf, aber der Ball wird abgeblockt. Ja, jetzt kommt Mastier über die Außenfanzetten, kann ihn nicht stoppen. Er schießt einfach mal drauf und haut das Ding in den Pfosten. Schöner Versuch hier von Mast aus der Entfernung mal drauf zu knallen. Schöner Pass hier auf Diala, der kommt aber nicht an. Jetzt kommt der Kopfball, wurde aber durchgesetzt. Okwonkwo mit dem Schussversuch und der knallt auch fast am Pfosten, ganz knapp am Tor vorbei, meine lieben Freunde. Ja, jetzt geht's so auf einem Tor, jetzt kommt aber der Gegner und ja, der erste Schuss vom Gegner ist natürlich drinne. Wie soll das auch anderes sein bei mir? Jawohl, die Ecke für uns jetzt aber. Okwonkwo mit dem Kopf, er versucht, er ist ein bisschen Trouble in der in der Verteidigung und dann durch den Zweikampf kommt der Ball fast noch ins Tor. Schöner Roulette hier von Okwonkwo. Der Ball auf Mast, der zieht den Ball nicht zurück, sondern schießt einfach mal drauf. Der Torwart kann ihn aber blocken, das war ein leichtes Spiel, doch die Szene läuft weiter, meine lieben Freunde. Kolovitis hat den Ball, gibt über weiter auf Okwonkwo. Okwonkwo hat jetzt mal vielleicht die Chance zu schießen, schießt auch mal drauf, aber der Ball wird abgeblockt, meine lieben Freunde. Das heißt, es wird Eckball geben. Wir sind in der 43. Minute. Der Eckball wird geschlagen und da kommt, ja, Burmeister zum Kopfball. Aber der geht übers Tor rüber. Schöner Versuch hier von Burmeister, aber jetzt sind wir wieder im Angriff. Es geht nur auf ein Tor. Schöner Pass hier auf Okwonkwo, der schießt einfach mal drauf und haut das Ding rechts da oben im Winkel. Ich weiß nicht, ob das genaue Winkel war, aber haut das rein. Damit steht es 1 zu 1. Wir sind wieder im Spiel. Meier kommt jetzt hier, schießt einfach mal drauf, aber ja, der Torwart blockt das Ding nach oben ab. Das heißt, es wird Ecke geben. Die anschließende Ecke wird geschossen. Da steht wieder Burmeister. Nein, Okwonkwo setzt sich da durch. Der Torwart kann eine richtige Reaktion zeigen, dass er den Ball hat. Und ja, Massa setzt sich hier gerade schön durch. Schöne Körpertäuschung. Müsste jetzt von der Maschine schießen. Schießt drauf und der ist drinnen, meine lieben Freunde. Schön gemacht hier von Mast. Klasse Ding hier von ihm. Jetzt kommt der Gegner nochmal in der 81. Minute mit Lukasen. Der schießt drauf und der geht ganz knapp aber Winkel vorbei. Aber es geht immer noch weiter. 89. Minute. Letzte Chance nochmal. Das Ding, den Sack jetzt hier zuzumachen. König hier müsste jetzt vielleicht raufschießen. Nein, zieht den Ball sich zurück. Sehr schön gemacht.
Müsste schießen, schießt drauf, aber der Ball wird abgeblockt. Damit war es das. Das letzte Spiel haben wir wenigstens noch gewonnen. Das heißt, wir sind im Viertelfinale, meine lieben Freunde. Schönes Ding. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zur Rückrundenstart seit der Bundesliga. Meine Meinung dazu habt ihr gehört. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Freitag geht wieder Bundesliga los. Haut rein und ciao.